Und ist immer wieder big. Cotsworth. Follow me, Cots. Was haben wir hier nochmal gemacht? Wo sind wir? Ah ja, genau. Wir haben ja noch dieses eine Raider. Dieses eine Raider-Versteck gefistet. Und ich muss noch kurz jemanden in den Müll schmeißen. Jacques. Oh, das ist jetzt ja nicht wirklich tief. Okay, gut. Wir haben hier alles gemacht. Nein! Oh! Die sind schon wirklich ganz fies platziert, die Teile. So. Ach, ich wollte doch den ganzen Scheiß eigentlich verwerfen. Warte kurz, ich mach die Lüfter wieder auf, für alle Fälle. So. Ich hab da extra so manuelle kleine Regler am PC, wo ich die, womit ich die Lüfter eben hochstellen kann. Wir müssen auf die Brücke. Da hinten ist, da ist die Brücke. Ach, Schissel nochmal. Gibt's doch gar nicht. Warum haben die alles vermint? So, da, oh, da ist, oh ne. Das ist die Brücke. Okay, die ist ein bisschen kaputt, aber das macht nichts. Da ist ein Bierglas da. Oh. Da ist das Licht an. Na, wir gehen trotzdem Richtung Diamond City. Wir wollen ja jetzt in die City. Und das machen wir jetzt auch. Hier erwarten uns keine Gegner. So. Ach. Movement, Gott. Ich stecke fest. Scheiße. Ja. Verschiss doch mal. Was haben wir denn da unten? Warte mal. Shit, dude. Shit, dude. Uah. Okay, weil da scheint niemand zu sein, niemand zu leben. Das heißt, wir gehen einfach mal weiter. Da haben wir noch eine... Guck mal, das da hinten ist auch ultra beleuchtet. Gut. Wow. Da vorne... Ist Cotsworth gerade runtergefallen? Hier durch das Nichts? Ah, da ist er ja. Wie so ein Kellner. Da hinten ist noch ein Schiff, das in diese Brücke gerast ist. Nass. Fucking Nass. Und da ist ein Theater. Ein Filmtheater. Aber wir gehen Diamond City. Wir gehen nach Diamond City. Aber er entdeckt noch ganz kurz diesen kleinen grünen, diese kleine grüne Tür hier. Warte. Ach so, ja gut, hab ich gesagt. Oh shit. Vorsicht, Kuckuck. Ja. Yeah. Zweifacher Schaden, Peaches. Da ist noch ein Geschütz. Cotsworth, machst du das bitte? Er boxt einfach rein. Oh, oh, oh. Kurz, wenn's. Was weit entfernt für die Pimp. Das war scheinbar schon. Ja. Exactly. Hallo. Oh shit. Die haben wir echt hart und eiskalt erwischt. Also ich glaube, es war eine Frau, ne? Ja. Das sah irgendwie sehr weiblich aus. Wo ist denn jetzt das? Das Geschütz war hier oben gestanden. Was ist das? Backstreet Apparel. Ja, wir gehen weiter nach Diamond City. Nein, keine Umwege. Ich möchte jetzt, dass wir das erledigt haben und zumindest da mal ankommen. Bei Diamond City. Oh, wartet. Mein Handy eskaliert gerade. Ich hätte nämlich gerade meinen Grillfriend gefragt, wie es bei ihr aussieht. Okay, keine Antwort von ihr bis jetzt. Wenn sie dann eintrudelt. Natürlich sollte sie nicht jetzt gerade eintrudeln, wo ich aufnehme. Da ist eine Polizeistation mit jemandem davor. Ein Diamond City Sicherheitsmann. Alles klärchen. Dann sind wir ja praktisch schon da, ne, wenn die hier unterwegs sind. Hi, Diamond City. Entschuldigung. Du suchst Diamond City? Folge einfach den Zeichen. Okay. Wir müssen hier vielleicht noch ganz kurz... Jawohl. Ach, das Uhr, ach, das Revier. Das ist... so. Oh, shit. Kurzwens. Kurzwens. Attention, Kurzwens. Was bringen die? Wie viel denn, XP? Ich sag bloß, die bringen auch mehr als Mutanten. Dann flippe ich aber aus. Sag mal, irgendwie... Guck mal. Merkt ihr das? Das zuckelt doch so komisch. Ist das... Das ist aber kein Zeilenflimmern, oder? Zeilenflimmern ist eigentlich von oben nach unten. Ey. Was ist denn das? Wartet mal kurz. Das kann man hier einstellen bei Anzeige. Achso, da muss ich ja in die Haupteinstellung rein wahrscheinlich.
Das wundert mich doch sehr, dass wir hier so ein... Ne, also, der PC ist kalt. Der hat hier praktisch nichts zu schaffen. Und das juckt nicht so rum. Hey. Oh, ich weiß noch, genau den habe ich auf der Konsole mal getötet. Einfach vorschnell. Ich dachte, das wäre ein Raider oder so und habe ihn einfach schlafend geheadshottet. Dann gab es aber Stress. Geschafft. Das gab's aber. Komm, ich packe mal ein Teil weg hier. Jenseits der Mauer ist niemand. Ach du Laberschnur. Mach doch das Radio aus, du empfängst ja gar nichts. Grasdackel. Diamond City. Fucking in the city. Ich geh jetzt so nein. Ha. Gamma-Patronen. Das sind die richtig starken Dinger da. Die sind super da. Ach Gott, die sind lecker. Lecker Schmecker. Was? Was? Was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Da ist doch eben noch ein Ding gelaufen. Hier ein Mensch. So sieht Gerechtigkeit im Commonwealth aus. Okay, wo kommen jetzt die Hunde her? Naja. Speichern, weiter geht's. Wir gehen nach Diamond City. Diamond City. Diamond City. Achso, wir sind ja auf dem Strut Place. Da sind einfach Hunde da. Das ist normal. Standard. Batsch, batsch. Batsch! Oh, das ist aber gut hier. Komm, Hardcore-Angriff. Bam. Und Kurzwüß, warte. Wow. Der ist echt hartnäckig, dieser bissige Alpha-Mischling. Na gut, ist halt ein Alpha-Mischling. Darfst du nicht vergessen, der ist schon gut. Blutkäfer-Steak. Wow, das füllt uns direkt auf. Die sollten wir vielleicht doch öfter mal festen. Habt ihr hier auch ein kleines Lager, ihr kleinen Hundeböcke? Wo vielleicht was versteckt ist? Ne? Okay. Scheinbar nicht. Kann man, geht's hier rein? Nee. Da vorne wahrscheinlich. Okay, oder... Doch, hier. Hier ist der Haupteingang, oder? Ah. Ah. Was soll das heißen? Du kannst ja, moin. Nicht öffnen. Hör auf mit dem Misterny. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich hab Befehl, dich nicht ranzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mach nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Mach sofort das Tor auf! Voll am Ausracen, die Alt. Unzugänglich. Kaputt. Hallo. Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Wie sie herumgestikuliert. Ich bin auf der Durchreise. Ich bin nur auf der Durchreise. Aber halt, ich will ja doch rein. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Lappen gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Okay, ja, du zuerst. Du zuerst. Nur zu gerne. So, Piper, ab mit dir rein, aber sag ich. Hey, Danny, what's your name? Wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich bin, Sullivan gesagt, jemand. Dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich. War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse aus. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Ja gut, ich hasse Zeitung. Welche Zeitung? Zeitung ist, also freie Rede ist Presse wichtig. Und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Und das zu Recht. Ein echtes Medium für das Volk. Oh, merkt ihr was? Was hat Kevin gesagt? Ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen.
Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Ja, red keinen Mist. Boom! Das war jetzt nicht unbedingt die schönste Begrüßung. Er hat dich durchschaut, McDonough. Schätze, nicht jeder lässt sich von deinem Lächeln blenden. Also bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? I'm searching for my son. I'm searching for my nach etwas. Ich suche nur was. Oh, und wonach suchst du genau? Na fuck. Einen Jungen. Einen kleinen Jungen. Er wurde entführt. Hast du gerade entführt gesagt? Mhm. Und McDonough? Wird die Diamond City Sicherheit der Sache nachgehen? Und was ist mit den ganzen anderen vermissten Meldungen, die du bisher ignoriert hast? Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Wer kann helfen? Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Nun, ja. Es gibt da einen Mann, Nick Valentine. Eine Art Detektiv, der sich darauf spezialisiert hat, Leute aufzuspüren. Meistens wegen irgendwelcher Schulden und so weiter. Oh, so, jetzt muss ich aber los. Es tut mir leid, dass die Diamond City Sicherheit keine Zeit hat, dir zu helfen, aber ich bin sicher, dass Mr. Valentine vernünftige Preise hat. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen nachgehen? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwahrt. Ja, nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Ich bin beeindruckt. Es ist nicht so einfach, McDonough Informationen zu entlocken. Warum kommst du nicht mal in meinem Büro vorbei, wenn du bei Valentine warst? Ich glaube, ich habe gerade meine nächste Story gefunden. Tja, schon mal nicht schlecht. Schon mal sehr, sehr gut. Wir speichern hier mal volle Pulle ab, denn wir haben endlich mal wieder ein Charme-Dingens geschafft, eine Sprachherausforderung. Danny Sullivan. Du bist Sullivan, oder? Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Habe ich recht? Tut mir leid. Ich wollte dich nicht anlügen, aber es ging alles so schnell. Oh, na klar. Ist so schnell passiert, dass du jeglichen menschlichen Anstand vergessen hast. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass man ehrlich sein soll? Naja, wie dem auch sei. Willkommen. Oh, Danny, sorry. Meine Mutter hat mir nicht beigebracht, dass man nicht auf Leute schießen soll. So eine Scheiße, oder? Danny, ist es jetzt nicht echt unangenehm für dich? Einfach so einen Bastard vor dir zu haben, der nicht auf seine Mutter gehört hat? Okay. Ich bin leicht enttäuscht, weil diese Sprachherausforderung war so gelb und machbarer als orange und wir haben es nicht geschafft. Wir sollten vielleicht generell, weil da kann man auch einfach, hoppala, da kann man auch einfach Punkte, wirklich, also wichtige Dinge freischalten. Scheiße, bin ich behindert, ich will die Lampe nicht anmachen, sondern nur das, so. Wir gucken mal. Charisma, wir haben uns das hier geholt für die Trudy, das weiß ich noch. Okay. Wir könnten natürlich auch das hier machen. Stufe 2. Und dann sogar noch den weiteren Punkt hier oben in Charisma reinstecken. Ich glaube, das mache ich. Dass wir endlich mal hier vorankommen. Ja, ich mache das jetzt einfach mal so. So. Und so. Wir haben eigentlich schon so viel Charisma. Ich weiß gar nicht, warum der Kerl sich nicht direkt in uns verliebt. Komm, jetzt noch einmal richtig speichern. Und jetzt will ich aber alles, jetzt los, zieh dich aus. Du bist also der Händler, von dem Papa gesprochen hat. Aha. So, tut mir leid. Ich wollte dich nicht anlügen. Du bist nicht der Erste, dem Papa einen harten Ärger eingebracht hat, auf den er ganz und gar nicht vorbereitet war. Danke, dass du ehrlich zu mir warst. Wenn's nach mir gegangen wäre, hätte ich euch beide einfach reingelassen. Aber der Bürgermeister hat hier das Sagen. Und du hast ja gesehen, wie sauer er ist. Naja, wie dem auch sei. Willkommen in Diamond City und so weiter. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. So, gut. Was gibt's noch? Sullivan, oder? Wenn du was brauchst, musst du mit dem Bürgermeister. Ach so, ich kann diese andere Option gar nicht mehr wählen. Hey. Ich dachte, das wäre ein Ständer. So ein Klamottenständer. Wo geht's hier hin? Sie ist jetzt ja da reingegangen. Wir gehen mal nach Diamond City. Das war für mich vor allem beim ersten Spielen. War das so richtig, richtig geil, da einzutreten. Man macht vor allem erstmal die Tür zu und dann wieder auf, damit es so richtig sick ist. So, sie geht nicht mehr auf. Okay, so jetzt. Oh,
Jetzt passt auf, haltet euch alles fest, was ihr festhalten könnt. Ladebildschirm. Ja, super geil. Das ist ja wirklich super geil. Die Waffe sieht nicht schlecht aus. Ultra die aufgepimpte Laserpimmelung. Achtung. Das ist also das berühmte Diamond City. Ja. Ich hatte eher ein Juwel als eine staubige Basis erwartet. Zivilisation im Ruhezustand, wenn man so will. Es hat mich natürlich direkt an Megatron erinnert aus Fallout 3. Man kommt auch so runtergelaufen wie diesen Erdhügel, den man runterläuft. Und dann ist man halt unten und es gibt einige Gebäude, die ein Stück weiter oben sind. Ich denke, da haben sie sich an Megatron auf jeden Fall von Megatron inspirieren lassen. Aber nichtsdestotrotz hat sie natürlich ihren komplett eigenen Charme. Es ist so richtig, richtig geil. Piper! Voll die krasse Presse. What the fuck, dude? What the fuck is this? Also es gibt hier einen ganzen Arsch voll zu tun in Diamond City. Hier hoch kommt man zum Mayor. Ah ja, genau, der Fahrstuhl hätte direkt hoch ins Bürgermeisterbüro geführt. Okay. Ich weiß nicht, ob wir darum jetzt viel machen können. Ob wir bei ihm bereits eine Anlaufstelle haben. Es gibt hier einiges zu tun, da erinnere ich mich noch. Und natürlich in der gesamten Stadt. Und die Stadt geht wirklich bis nach da hinten. Jetzt nicht nur bis da, sondern bis da hinten. Ich laufe es hier einfach mal kurz mit euch ab. Wir gucken uns das mal alles an. Jetzt für die Leute, die das hier zum ersten Mal sehen. Hier vorne ist der Zeitschriften, also der Zeitungsladen. Hier ist eine, was ist das? Hier ist eine Kapelle. What the fuck? Habe ich die irgendwie noch nie mitbekommen, diese kleine Babykapelle hier? Hier ist ein Fleischer oder sowas? Pollys Haus, da wohnt die Polly, da rennen Kinder. Ja. Hallo. Erschießt du Leute, Mister? Mein Papa sagt, dass Fremde Leute erschießen. Ja. Mach ich. Kennen wir uns? Hier sitzen Leute. Du hast einen Roboter-Butler? Ja. Sowas hätte ich auch gerne. Ein Neuankömmling, was? Ja. Sprich mit Abbott an der Mauer, wenn du eine Geschichtsstunde willst. Ich nehme mal die synthetische Wahrheit mit. Oder sollen wir sonst. Sollen wir sonst durchlesen? Jetzt mit meiner minimal angeknacksten Stimme ist es vielleicht doch etwas krass, oder? Meint ihr nicht auch? Ich weiß es nicht. Wir behalten die mal. Ihr könnt jetzt gerne hier schreiben, ob wir die überhaupt mal alles. Also ich denke, wir gucken sie uns auf jeden Fall alle zusammen mal an. Aber ob ich sie vorlesen soll oder nicht. Ihr könntet jetzt aber auch schreiben, nein, wir wollen uns das nicht anschauen. Hier ist das Dugout Inn. Also eine Art Kneipe. Papa sagt, ich soll. Glaube ich, oder? Inn ist ja eigentlich auch so wie so ein Hotel. Hier wohnen einfach gehört, Leute, privat. Lagerhaus. Nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Dr. Suns Haus. Man sieht, glaube ich, auch ganz gut auf der Karte, wenn wir hier reingehen in die lokale Karte. Achso, wir haben noch nicht alles entdeckt, ja klar. Ich will wieder da hoch. Gut, ich kann auf der Karte nicht manövrieren, alles klar. Science Center. Und hier hinten, guck hier sieht man jetzt auch nochmal, dass es ja einfach nochmal ein gutes Stück weitergeht. Hier ist Diamond City Radio. Hier ist der Sitz von Diamond City Radio, was wir die ganze Zeit nicht hören können. Und selbst hier drüben. Was hab ich dir denn gesagt, Cheng? Das Wasser im See muss sauber bleiben. Zwing mich nicht, deinen kleinen Stand zu schließen. Jeder Tropfen Wasser, der aus diesem Filter kommt, ist hundertprozentig rein. Warum wird ein aufrechter Geschäftsmann wie ich ständig von den Stadtbehörden schikaniert? Das ist gesundheitsgefährdend, Cheng. Das ist gewinngefährdend, das sage ich dir. Ich verwalte das Wasser. Und das, ohne dass ihr euch einmischt. Danke vielmals. Was? Was glotzt denn du so? What the fuck, er ist ein Unternehmer? Ich würde ja gerne reden, aber ich habe gerade keine Zeit. Erzähl mal von deinem Unternehmen. Hallo. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich habe Dinge zu erledigen und Leute zu treffen. Okay, ich bin das Kind und verkauf scheinbar, keine Ahnung, Brack- oder Kackwasser. Das ist doch bescheuert hier. Das Wasser pumpt er ab und filtert es und verkauft es dann. Das glaube ich ihm irgendwie nicht. Schenk, das glaube ich dir nicht. I can't believe you. I can't believe you done this. So, was ist noch in dieser kleinen Baracke hier? Abbots Haus, okay. Da vorne ist scheinbar eine Ansprache, da gehen wir direkt mal hin. Es ist der Bürgermeister. Das ist doch der Bürgermeister, oder? Ah, ja. Da hinten malt jemand. Hallo. Diese Person ist beschäftigt.
Es kommen ganz viele Leute her, alles klar. Nicht die Farbe anfassen. Gut. Ja, werde ich schon nicht. Keine Sorge, mache ich nicht. Gut so. Die Mauer hält die Bösen. Oh. Warte. Ah, scheiße. Ich helfe gern. Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur ein Auto, weil die kriegt. Bei Hardware Town. Bei Hardware Town. Farbe besorgen. Ich bin dabei. Verbindlich. Ah, scheiße, scheiße, Leute. Das war jetzt echt fucking Cancer. Das habe ich sogar so ein Ding verpasst. Ah! Das habe ich so eine Dingmöglichkeit verpasst. Na, egal. Und es gibt zwei Dinge, die diese Einheit gewährleisten. Zum einen der große grüne Wächter hinter mir. Die Mauer. Unser Beschützer und Retter, der uns vor dem Schmutz da draußen bewahrt. Und zum anderen unser Glaube an und unser Vertrauen untereinander. Sie haben uns Wohlstand, Sicherheit und Bildung für jeden Bürger gebracht. Und auch wenn die Zeitung mit dem Finger auf Sünds und andere Gespenstergeschichten zeigt, werden wir nicht zulassen, dass unser Vertrauen verloren geht. Ich möchte, dass ihr jetzt alle ganz genau zuhört. Ich bin kein Sünd. Ich bin immer noch derselbe Junge, der hier in diesen Straßen aufgewachsen ist, der in einer Hütte am Ufer zur Welt gekommen ist, als Kind von Martha und Patrick McDonough. Und ich werde meine Stadt nicht im Stich lassen, nur weil die Presse sich hinterhältige Beschuldigungen einfallen lässt. Gott schütze diese Stadt. Gott schütze die Mauer. Ihr redet vielleicht ein Mist. Boo! Boo! Wartet, jetzt wo ihr alle da seid, kann ich euch ja langquaken. Wer bist du? Ansässiger. Hi. Ansässiger, obwohl es Ansässiger ist, aber egal. Ansässiger, Ansässiger, Ansässiger. Hey, hey, wie sie davon hebeln direkt. Oh Gott, pennen die hier draußen? Alles in Ordnung? Sheffield, geht's dir gut? What the fuck? Die Leute pennen einfach hier unten, hier draußen. Wahnsinnig. So durstig. Der Doktor sagt, ich darf keinen Schnaps mehr trinken. Ich brauche eine Nuka-Cola. Ich habe keine Nuka-Cola dabei. Die sind so schwer. Ah jo, die wohnen hier. Die müssen echt hier draußen wohnen. Die pennen zu zweit auf einer Matratze. Sowas geht? What the fuck? What the fuck? Viel Glück bei deiner Farbsuche. Ach komm, ich will nochmal die Gesprächsding haben. Schade. Schade. Ich denke, wir hätten nach Geld fragen können oder irgendwie so. Kann ich hier was mitnehmen? Nein. Es gilt direkt als Stehlen, wie was für eine unhöfliche Stadt. Was ist hier? Mirnas Haus. Okay. Hier wohnt. Oh, untersucht das Museum der Hexerei. Schaut mal. Valentine, Detective. Hier ist der Detektiv. Was? Zu dem wir hin sollen oder können? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. Die gibt es gar nicht. Nee, ich habe das von einem Cousin gehört. Er kennt jemanden, der für die. Da oben ist eine Katze. Die haben eine Parole und so weiter. Folge dem Freedom Trail. Was zur Hölle soll das denn heißen? Du redest nur Müll. Jawohl. Wir bekommen ja einfach durch Zuhören wichtige Informationen. Hier oben ist noch eine Butze. Kellogg's Haus. Und was haben wir noch da unten? Da ist nur eine kleine Ecke. Ich habe eine Schule. Genau das hier ist, glaube ich, die Schule. So. Wohnhaus. Hier Schule, genau. Der Marktplatz, da gehen wir ganz am Schluss hin. Hier ist die Security. Dort. Die Sekretärin des Bürgermeisters. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es doch, Johnny. Dir würde der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Wenn du McDonough mit deinem Rasiermesser schneiden würdest, würde er bluten. Das hat gar nichts zu sagen. Oh, gut. Oh, abgeschlossen. Nicht abgeschlossen, hey, safe. Wenn du einen Haarschnitt brauchst, der Salon hat ab morgen früh wieder auf. Ich will aber. Das ist das Haus von denen. Da unten ist es, das Haus. What? Sag bloß, der geht jetzt auch da runter. Ah ja. Alles klar.
Hast du von dieser Siedlung gehört? Covenant. Ja, ja, habe ich schon gehört. Ist recht netter und sauber. Der Zugang ist aber streng reglementiert. Keller von Fallons. Das Fallons. Hier der ganze Marktplatz sieht eigentlich schon ziemlich nice aus. Und der ist echt schön gemacht. Ich krieg gerade keinen schönen Maus-Dingens hin, weil meine Hand zittert. Naja. Da drüben ist der Arzt, aber wir gehen noch mal kurz. Solomon hat da was im Angebot. Was haben wir hier? Ist auch irgendein Laden. Und hier haben wir noch mal. Gut, ist jetzt Nacht, also. Ein Bier und meine rund um die Uhr, Service, oh. Andere Läden haben vielleicht geschlossen, aber Diamond City Surplus hat 24 Surplus. Stunden am Tag geöffnet. Ja, was verkaufst du? Alles? Ich schau mal, was du hast. Hier, bitte. Ayo. Dem können wir also alles andrehen, unser ganzen Scheiß. Obwohl wir gar keinen Scheiß haben. Ja, ne, also wir können ihm vielleicht was zu essen verkaufen, aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht so ultra ratsam. Ich habe ja schon festgestellt, oder wir haben ja schon festgestellt, dass wir eigentlich reich sind. Hier, Homeplate. Können wir mit einem Schlüssel öffnen? Homeplate. So, hier ist der Arzt und... Hier wird Nudelsuppe verkauft. Bei ihm. Ich mach Nudeln, Blut, Shampoo und Munition. Tu dir einen Gefallen und sag einfach ja. Mir versteht er sowieso nicht. Ne. Was? Was willst du damit sagen? Ich mach's gehabt. Erzähl mir einen Witz. Ich mach's gehabt. Nein. Hey, Takahashi. Ich mach's gehabt. Ja. Ja? Ja, Nudelschalen. Okay, den können wir nicht wirklich ausnehmen, der hat irgendwie gar nichts. Wobei ich mich dann schon frage, was er für eine Verteidigung zu bieten hat. Wirft er mit seinem Topf oder... Er hat Laser am Start. Na klar, Takahashi. Deine Mutter, Alter. Deine Horishi... Oh Gott, ich komm nicht weg. Ich komm... Hier, Leute. Boom. Bitch. Er hat fast meine Granate einfach aus meiner... Oh shit, okay, wir sind soweit tot. Ja. Jetzt sind wir in Diamond City angekommen. Es gibt extrem viel zu tun. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu Nick Valentine, um hier die erste Quest, oder die erste Anlaufstelle anzulaufen. Ich muss echt gucken, was das ist. Also manchmal... Es scheint kurz zu hakeln. Es sieht aus wie so ein komisches Zeilenflimmern, aber das ist doch nur von oben nach unten möglich, oder nicht? Da, schon wieder, habt ihr es gesehen? Das sieht merkwürdig aus, total merkwürdig. So wie wenn man in den Mate reinläuft bei CSGO und da in ihm hängen bleibt. Total komisch. Naja. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? What happened, girl? Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Was? Das Büro ist geschlossen. Nee. Warum? Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Es ist nur unser Detektiv. Er ist verschwunden. Dude, what? Keine Sorge, ich helfe dir. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Nick hat an einem Fall gearbeitet. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Okay, ich will mal auf Geld verlangen. Hey, ich würde ja gerne helfen, aber... Ich bin so ein Pisser, dieses kleine Problem der Spesen. Geld, was... Ha! Ich habe hier 125 Kronkorken für schlechte Zeiten zurückgelegt. Läuft. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Alles klärchen, Mademoiselle. Ich werde das schon irgendwie schaffen. Schöner Rock, du übrigens, den du da anhast, ne? Fucking nice Rock. Ausgezeichnet. Enthält das Holoband-Spiel Zeta-Invasoren. Sehr schön. Ein gutes Buch? Ja, ein sehr gutes Buch. Wirklich vorzüglich, dieses Buch. Okay. Ich wollte gerade sagen, führt diese Tür einfach in eine ganz dünne Wand hinein.
It can't be, dude, it can't be. Achso, es ist ja eher alles klauen. Ich möchte jetzt erstmal nicht so viel klauen, sondern geh dann raus und in der nächsten Folge machen wir dann die Quest hier mit, ihr wisst schon, mit ihmchen, dem Detektiv. Ja, Ladezeit wieder, okay. Warum auch nicht, wir haben ja Zeit. So, sei mein Valentine. Das machen wir hier schon mal ran. Halt, eine Quest haben wir noch nicht angemacht. Und dann gehen wir nächstes Mal diese Quest an und versuchen dann an sich auch mal alle anderen Quests abzuarbeiten. Wir haben ja doch sehr, sehr viel am Start hier, auch bei Sonstiges. Und haben wir noch mal einiges, guck mal hier. Ja, also von daher, ran an den Speckes. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.